Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World. So, ich habe jetzt ausgeschieden doch schon den Automatic Camera fertig gebaut. Der steht da. Thief habe ich hier runtergepackt, weil der irgendwie da oben kann. Wieso verliert das RF? Machen wir mal ganz kurz einen Test. Ah, okay, das ist wieder dieser Anzeigebug. Ja, haben wir Glück, haben wir Glück, haben wir Glück. Na? Na? Ein Appetite. Gut, gut. Haben wir jetzt mal zur Verfügung. Ansonsten habe ich nicht so viel weitergemacht. Ich habe jetzt schon mal meinen Research Helper bereit. Wir machen heute Farmcraft. Fangen wir mit Nito an, die Mystical Flame. Ich glaube, ich nehme schon mal direkt hier das ins Inventar, das und das. Wir müssen von Lux rüber zu Ignis. So, es geht am besten über... Oh, wir brauchen Auram. Da brauchen wir R und Potentia. Na? Warte mal. Ich habe die falsche Version ausgewählt. Aha. Schon besser. Da brauchen wir jetzt Auram, Air und Arbor. Moment mal. Oh, vergiss es. Ich habe die Version geändert und es hat sich einfach mal ganz kurz geändert. So, Ignis, Find Connection, Ignis Tellum Ira. Tellum ist Instrumentum und Ignis. Und Ira ist Tellum und Ignis. Na? Und Tellum. So. Jetzt von Lux nach Ignis, von Ignis zu Tellum, von Tellum zu Ira. Discovery. Research complete. So, schauen wir doch mal, was es dazu sagt. Wo haben wir das? Hier Alchemie. Nitor. This flame seems to be full by magic itself. Also wir können es einfach als Lichtquelle benutzen. Es ist eine beständige Quelle der Energie. Ja. Dann schauen wir doch mal weiter. Wir haben hier noch Alumentum. Da müssen wir von Potentia zu Ignis. Und das geht über Ignis, Tellum und Ira. Ira. Und Alumentum haben wir. Und guten Morgen, Sophie. So, Alumentum. This substance flows with fury energy and... Okay, es hat eine sehr instabile Struktur. Bei der kleinsten Bewegung, bei der kleinsten Bewegung kann es schon seine Energie freien Lauf lassen. Seine Energie wird entfesselt, aber es ist eine gute Energiequelle, ein guter Treibstoff. Ja, Alumentum hat einen Burn-Time von 6400. Und Kohle hat einen Burn-Time von 1600. Also das Vierfache. Na gut. Dann haben wir hier Magic Tello. Corpus zu Präkantatio. Corpus Fleisch zu Präkantatio. Magie. Nicht zu verwechseln mit Magie. Mortus zuerst, wir brauchen Tod. Perditio, Entropie, Chaos, Zerstörung.
Und wir brauchen Vizium. Oh, ganz gefährlich. Das kriegen wir aus Präkantatio und Chaos. Denn wenn ich weiß, was Vizium ist Taint. Böse, faulige Magie. Nicht gut. So. Magic Tello. Alchemical Duplication. Wenn wir Fleisch in ein Crucible schmeißen und es verarbeiten, aufsetzen, kriegen wir Magic Tallow. Also magischen Wachs. Entschuldigung. Diesen Wachs können wir verwenden, um Kerzen zu machen und auch einzufärben. Hier geht das. Seht ihr? Vital Candle. Funktioniert als ein Infusion Stabilizer. Was das bedeutet, kommen wir ganz, ganz später dazu. Was ich glaube, ich ganz vergessen habe. Jawohl. Wir machen mal gerade ganz kurz. Oh, langsam wird der Server was voll. So. Wir haben noch keinen Kaol-Drohnen. Und da oben kann man unendlich das Wasser platzieren. Na. Haben wir eigentlich auch irgendwie eine Quest gerade, die wir machen könnten? Ja, Unclaimed Reward. Also, ja, hier. Zwei Pistons. Ein Auto-Package hat sein gemacht, weil die Scheiße. Ja. Und sonst so? Alles klar. Gut zu wissen. Olli, ich hasse dich. Ja, das ist irgendwie gerade schon bei mir so zwischen gefühlt. Ich würde schon sagen, das ist ein Insider zwischen Olli und mir. Weil er hat. Ja, er hat sich nicht beschwert. Er findet das einfach so genial, dass alle ihn blamen. Also flamen, hassen für die schweren Rezepte. An denen der noch nicht mal irgendwas gemacht hat. Fand ich so genial, da konnte ich nicht anders. Ich meine, ihr kennt mich, ne? Ihr kennt mich, ihr liebt mich. Oh, 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 oh. Naja. Das müssen wir mal besprechen, ob ihr mich liebt. Liebt mich jetzt und ihr bekommt alle einen virtuellen Keks. So, was ich aber auf jeden Fall machen wollte. Wir nehmen mal hier den Zauberstab. Wer es noch nicht kennt, muss auch nochmal kurz runter. Ich habe nämlich eine Zutat vergessen. Einen Lava-Eimer. Boah, dieses Feuergeräusch, ne? Wenn wir den Lava-Eimer hier hin platzieren, den Cauldron dahin und Habakadabra, wir haben ein Crucible. So, jetzt hole ich aber noch einmal Wasser unten. Ja, das ist, glaube ich, besser, wenn wir einfach mehrere Wasserstellen hätten. Vielleicht wäre so hier schlau, einen Tank für Wasser zu machen. Bin mir noch nicht sicher. Aber naja, je mehr Wasserstellen wir haben, desto unproblematischer wird das. Jetzt können wir hier Wasser einfüllen und es fängt irgendwann an zu blubbern. Naja, den Zauberstab können wir mal hier wieder reintun. Was haben wir hier noch? So, Goggles of Revealing, Red Quiz, Formium Hammer. Ja, Advanced Snow Tapping, Copper Mount Caps. Und Faumium haben wir. Magical Metallurgy. So, das ist was ganz Besonderes. Faumium. Wenn wir jetzt einmal dieses Research machen, finden wir schon mehr darüber hinaus. Wer hätte das erwartet? Wenn man lernt, findet man Sachen heraus. Und zwar brauchen wir hier Vitrius, Crystal, Glasklar. Ordo, Ordnung, Regular, Reinheit und Energie, Potentia. Where the metal meets magic. Claim, research completed. Schauen wir uns das noch einmal an. Metalle haben sich ergeben, sehr einfach über
die formaturgischen Prinzipien zu manipulieren. Und unsere ersten Experimente zeigen Formium. Ja, Formium ist das eins der magischen Metalle von Formcraft, der hätte das erwartet. Wird auch für viele Tools und auch für eine Rüstung gebraucht. Aber auch in einigen normalen Rezepten. Hier seht ihr Schwert und so weiter. Macht aber wegen dem Modpack ja kaum Damage. Das trifft, wie es so schön steht. This weapon hits like a wet noodle. Wie es Wasser trifft einfach wieder. Alte, lapprige Spaghetti Doodle. Gibt ein Taumium Schirr, okay. Ja, die Formium-Rüstung. Aber naja. Essentia Distillation. Haben wir dazu schon irgendetwas? Essentia. Worn Foki sollten wir machen. Du. Na? Shimali from the Sky. Cinder Pearl from the Sky. Visceroom from the Sky. Tamarut. Greatfruit from the Sky. Wiswälder from the Sky. Research Expertise. Und dann machen wir nochmal hier Essential Distillation. Oh, hier wird schon schwieriger. Wir müssen von Precantatio zu Aqua. Wir machen aber erstmal von Limos zu Precantatio. Das geht über Leben, Hunger und Leere. Und jetzt müssen wir von Präkantatio rüber zu Aqua. Denn jeder weiß, eine Magie hat eine Aura. Aura umgibt uns in der Luft. Und Luft hat eine starke Verbindung zum Wetter. Wo haben wir Wetter? Tempesta, hallo. Uhu, Tempesta. Ja, wo bist du? Tempesta, komm schon. Aber noch nicht. Ist aber kein Thema. Denn wie jeder weiß, Wetter besteht aus Luft und Wasser. Wie jetzt? Ah. Da hat er ja wieder dieser wundervolle Mod zugeschlagen. Better Legs. Essential Distillation. Schauen wir mal da rein. In the future, you will... In der Zukunft werden wir Zugang brauchen zu mehreren unterschiedlichen Aspekten. Und das bringt uns einfach nichts, wenn wir die einfach nur so mit dem Zauberstab aus der Luft ziehen. Wir werden einfach nicht drum rumkommen. Wir müssen einzelne Items in ihre magischen Einzelteile zerlegen. Also wirklich. Es geht... Jetzt geht's so langsam los. Hier, Metallum. Was haben wir hier so? Hier, wenn wir das in einen Eimer reinschmeißen würden, würden wir 8 Metallum rauskriegen und einen Vakuus. Hoppa. Oh, hier würden wir zum Beispiel sehr viel rausbekommen. Aber naja. Der Krambosch ist auch schon da. Research Expertise. So. Wir müssen von der Ordnung müssen wir zum Wissen, zum Verstand. Dafür brauchen wir Instrumente. Okay, was war jetzt Tellum nochmal? Instrumentum Ignis. Wir brauchen je nachdem auch Waffen und sogar Feuer. Aber vom Kognitur, vom Verstand müssen wir auch über zu den Sinnen. Und wir ersinnen, es gibt Seelen um uns herum. Ach du Scheiße. Die Seelen um uns herum sind aber auch alle ein bisschen träge. Deswegen brauchen wir Faulheit. Desidia.
3, 2, 1. 3, 2, 1. Wow. Research Expertise. You have become more efficient at performing research when you remove an aspect that you placed in a hex. There's a 25 chance that you will regain the research point. You are able to see what... Okay. Guten Tag, Grambosch. Gut. Nee, halt. Wir haben hier noch. Ah, jetzt langsam fängt es ein bisschen an zu laggen. Okay. Advanced Note Chapping. Ach. Ich glaube, wir müssen hier den Deconstruction Table sollten wir auf jeden Fall machen. Oh oh, Forbidden Knowledge. Da fliegen wir uns jetzt schon rein. Ja. Den würde ich sogar sagen, machen wir vorher. So, wir müssen von Cognito zu Fabrico. Jedes menschliche Wesen hat ein Gehirn, hat einen Verstand. Und diesen Verstand benutzen wir zum Craften, zum Herstellen. Und dafür brauchen wir Instrumente, um Sachen herzustellen. Boah, ich frage mich, wie ich das gerade alles hinbekomme. Also einfach so frei nach Schnauze so zu plaudern. So, wir müssen aber auch noch von Verstand rüber zum Chaos, zur Unordnung. Wenn ein menschlicher Verstand... Man konnte irgendwie so zusammenlegen. Nein. So. Weil wir brauchen einen Spiritus. Vinculum. Und Desidia. Oh, wir haben den Deconstruction Table. Da ist schon Blood Magic gut dabei. Die Geister, die ich rief. Theoretisch gesehen können wir bald eigentlich schon mal Formium herstellen. Ist eigentlich hier NEI. Wo finden wir Präkantatio alles? Das ist mir noch ein bisschen zu blöd. Hier sehen wir das blubbert. Aber den ist eigentlich schon gescannt. Ja. Machen wir einfach mal hier weiter. Shimmerleaf, Cinnapearl, Wishroom, Charmer Root. Great Root from the Sky, das ist glaube ich erstmal ganz wichtig. Davon irgendwie eine kleine Farm aufbauen, irgendwie eine gute Holzfarm. Und zwar Arbor zu Herber. Denn wie jeder weiß, Holz ist ein. Gehört zu einer Pflanze, Bäume. Also Bäume können zu Pflanzen. Und Pflanzen sind auf dem Boden beheimatet. Und der Boden spendet Leben. Aber wie wir jetzt auch schon mitbekommen haben, diese Bäume sind magisch. Sie haben etwas Magisches in der Luft. Erleuchten uns. Können dadurch aber auch brennen. Ups. Und wenn man dann nicht aufpasst, dann kann es sein, dass man im magischen Feuer landet und im Nether ankommt. In der Unterwelt. So, Great Fort from the Sky, das würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Ach du heilige Scheiße.
Death. Okay, wir brauchen einen Jungle Sapling, eine Cinderpearl, Shimmerleaf und Witchwater. Und das sind Arcane Infusion. Und das Ganze ist auch noch Dangerous. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber wisst ihr was? Die Folge ist für heute rum. Ja. Wir machen das heute erstmal hier Schluss. Hier im Questbuch sind wir nicht so ganz weitergekommen. Aber wenn wir den Deconstruction Table haben, kommen wir schon mal gut was weiter. Dann hier den Alchemical Furnace. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir ein paar Sachen hier aufbauen. Und dann würde ich sagen, haben wir es auch schon bald ganz gut geschafft. Haben wir das Bett scannen? Jawohl. Neuer Fortschritt. Campfire? Nothing can be learned from this. Ja gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.